Hornstrahler strahlt hier einen ziemlich schmalen Kegel ab von Radiowellen. Und das kann ich beweisen. Wenn ich nämlich jetzt hier diesen Hornstrahler auf die Antenne da hinten gerichtet habe, hören wir einen Ton, der wird aufmoduliert. Wenn ich das jetzt ein bisschen, wenn ich daneben ziele sozusagen, hört man es kaum noch. Achtung, ich gehe wieder zurück. Ist also deutlich zu merken, die Wellen sind gebündelt, ich werde es mal in der Höhe machen, Achtung. Und so weiter. Okay, wir können also sicher sein, dass hier außerhalb dieses Kegels kaum noch was Gefährliches ist. Das sind immerhin die Mikrowellen, die man auch zu Hause hat. Ich werde jetzt mal beweisen, dass eine Sammellinse, kann man sehen, gut, und eine Zerstreuungslinse, die ja konkav, sogar bikonkav, also in beiden Seiten bikonkav ist, dass die tatsächlich diese Radiowellen beeinflussen. Aber bevor ich das tue, werde ich das erstmal mit einer herkömmlichen Linse, wo auch normales Licht durchgeht, machen. Die Brennweite dieser Linse sind 120 mm. Die wird das Licht, die beeinflusst zwar Licht mit 120 mm, so dass ein Brennpunkt entsteht, hier so. Aber das wird mit Radiowellen nicht ganz so gehen. Aber eins werden wir hören. Im Brennpunkt wird es lauter. Und das hören wir uns jetzt mal an. Kommst du mal wieder mit rüber? Ein paar stehen bleiben, damit nichts passiert. Also, zuerst die Sammellinse. Man hört deutlich, dass in einer bestimmten Entfernung der Ton lauter wird. Das heißt, da sind dann wohl wahrscheinlich alle gegenüber so, alle möglichen Wellen gesammelt. Wir nehmen die nächste Linse aus Plastik. Gegenüber so. Und auch brennweitenabhängig müsste das klar sein, dass also Plastik tatsächlich mit der entsprechenden Form die Radiowellen bündelt. Und jetzt zerstreue ich die Radiowellen so sehr, dass fast alles außen an der Antenne vorbeigeht. Gegenüber so, müsste eigentlich geklappt haben. Wir haben auch noch einen anderen Effekt, und zwar, wir werden die Radiowellen mal versuchen, durch Papier laufen zu lassen und durch Plastik und so weiter. Fangen wir mal mit so einer Pertinax-Scheibe an. Kaum eine Änderung. Wir nehmen Papier, Achtung. Kaum eine Änderung, man hört kaum eine Änderung. Achtung, Plastik. Gut, okay. Und jetzt? Oh, das hat wahrscheinlich geholfen. Metall absorbiert die Radiowellen und behält sie hier drin. Also kommen sie da hinten nicht mehr an. Jetzt schnappen wir uns mal eine Blende. Eine Blende lässt Licht mehr oder weniger durch. Mal sehen, ob das bei Radiowellen genauso ist. Logischerweise, der ganze Apparatismus ist aus Metall. Jetzt kommt ein Storch. Achtung. Na. Na. Kaum noch was zu hören, so viel Metall ist hier. Ganz bisschen müsste man es merken. Also hier ist so viel Metall, das absorbiert sämtliche Wellen, das ist schade. Aber ein anderer Effekt. Mal sehen, was mit Wasser passiert. Wir hatten ja gesagt, durch Plastik lässt sich nicht viel beeinflussen. Also muss wahrscheinlich durch Wasser, durch das Wasser mit den Radiowellen auch was passiert sein. Probieren wir es mal von einem Empfänger. Und wir kennen den Effekt von Prisma her. Da passiert was mit den Radiowellen. Und zwar werden die unterschiedlich stark gebraucht innerhalb des Mediums Wasser. Gut. Jetzt noch ein Beweis, dass Radiowellen sich auch reflektieren lassen, so wie Licht auch. Und zwar richtig dazu, die Antenne mal weg von dem Empfänger. Man hört nichts mehr. Und ich werde jetzt hier ungefähr, ich stehe jetzt vor dem Hornstrahler, ich werde mal versuchen. Achtung, leise. Man hört das Piepen wieder.
Weil Einfallswinkel, Ausfallswinkel klappt, also kann man Radiowellen auch reflektieren. Man kann noch viele andere Sachen damit machen. Leider fehlen mir jetzt aber die entsprechenden Mittel. Das heißt, man kann sie auch polarisieren. Das ist jetzt für die 9. und 10. Klassen interessanter. Aber eins, glaube ich, haben wir gelernt. Elektromagnetische Wellen können Licht sein, Radiowellen, Wärme. Und die haben alle ähnliche, sehr ähnliche Eigenschaften, sodass man sie auch mit ähnlichen Mitteln, wobei die Plastiklinsen, die nicht durchsichtig sind, das am besten gezeigt haben, mit ähnlichen Mitteln beeinflussen. Ich glaube, hat die Aufnahme geklappt soweit? Machst du aus?